Ich würde sagen, die Umschaltung von Schwarz-Weiß auf Bunt wirkte wie ein Schock. Von einem Schock sprachen die Fernsehzuschauer, als die bunten Bilder in Serie gingen. Von einem harten Stück Arbeit sprachen damals die Techniker in Deutschland. Die Amerikaner hatten zwar längst die Farbe ins Wohnzimmer gebracht, aber Walter Bruch, der Erfinder des deutschen PAL-Systems, urteilte nicht gut. Man muss regelmäßig alle 5 Minuten vom Sessel aufstehen und den Empfänger nachdrehen. Deutschland wollte kein Geflimmere, erinnert sich WDR-Techniker Karl-Ulrich Oberlies. Und der Bruch hat eben dafür gesorgt, dass diese Übertragung robuster vonstatten geht. Und zwar mit doppelter Farbabsicherung. Der WDR errichtete ein Farbfernsehlabor, um das Ganze alltagstauglich zu machen. Nicht nur Kameras mussten neu konstruiert werden. Es gab keine Schminke auf dem Markt und wir haben dann angefangen zu probieren, bis wir so das für uns Optimale gefunden haben, damit die Leute halt nicht so aussahen, als wenn sie in den Farbtopf gefallen waren. Die Maskenbildnerinnen im Farbstress, so auch Schauspielerinnen wie Heidi Kabel, die kein Weiß tragen durfte. Nun mussten wir wählen, entweder dunkelgrau oder gelb. Also wir wurden nun alle in gelb gesteckt. Und für uns war das ganz furchtbar. Was gut für die Kamera kam, war mit bloßem Auge zuweilen nicht zu ertragen. Um Gottes Willen, wie sehen wir aus? Kariert und gestreift waren viele Jahre auch der Feind des Fernsehens. Peter Frankenfeld hatte oftmals solche karierten Sakkos an. Und die führten je nach Kameraeinstellung auch zu gravierenden Störungen. An der Unterseite des Fernsehgerätes heraustretende Farbreste sind für Mensch und Haustier völlig unschädlich und lassen sich mühelos entfernen. Heute sind solche Witze Schnee von gestern. Die bunte TV-Welt ist längst digital. Obwohl, Schwarz-Weiß-Fernseher wurden noch viele Jahrzehnte produziert, weil sie preiswerter waren als die mit Farbe.